wertvollen und wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der gepflegten Wanderunterhaltung. Herzliche Grüße aus dem Urlaub. Und zwar an einem meiner Lieblingsorte, nämlich dem Timmendorfer Strand. Ich mache jetzt hier eine kleine Morgenrunde, 5:45 losgelaufen. Und zeige euch jetzt mal so ein paar Spots hier aus der Ecke. Viel Spaß mit dem Video und schön, dass ihr dabei seid. Ja, Freunde, das ist der Niendorfer Hafen. Niendorf und Timmendorf sind zwei zusammenhängende Orte, eine Gemeinde. Und hier bin ich jetzt auf so einer kleinen Mole an der Hafeneinfahrt. Es ist jetzt 6.23 Uhr, bin jetzt gut 3/4 Stunde unterwegs und 4 Kilometer zurückgelegt. Und ich gehe jetzt noch, also ich bin in Timmendorf gestartet, da machen wir Urlaub. Und jetzt gehe ich einmal durch Niendorf und dann ein bisschen durchs Hinterland zurück. Und soll ich euch was sagen, es ist das erste Mal seit 2,5 Jahren, dass ich es mir gönne, mal 2 Wochen nicht erreichbar zu sein. Das ist fantastisch. 2 Wochen kein WhatsApp, 2 Wochen keine E-Mail, kein Telefon. Boah Leute, das war so dringend notwendig. Das tut so gut und ja, wenn ihr das Video seht, bin ich natürlich wieder erreichbar, aber ich habe auch wenig bis gar kein Facebook oder YouTube gemacht. Einige sagen dazu ja Social Media Detox. Also, ich vermisse gerade auch nichts. Ne? So, ich merke langsam, wir sind jetzt am 8. Tag des Urlaubs, also etwas mehr als die Hälfte ist rum, dass ich jetzt langsam mal wieder ins Büro könnte. Also es juckt ein bisschen. Ja, also ich freue mich auch schon wieder auf die Arbeit. Aber ein paar Tage genieße ich jetzt noch mit der Family und 8. Tag stimmt gar nicht. Nee. Blödsinn. Das ist ja kein Zeitgefühl mehr. Wir haben jetzt Dienstag. Ich habe noch 3 Tage. So, also sind wir Tag 11. Ja, also eigentlich schon fast beendet. Aber ist jetzt auch das erste Mal, dass ich jetzt so früh hier losgelaufen bin. Sonst habe ich eigentlich immer lang geschlafen. Ist ja Urlaub. Ne? Aber trotzdem, ich hoffe, dass ihr hier so ein paar Eindrücke mitnehmen könnt. Ein bisschen Wind im Mikrofon hört. Möwen kreischen. Das ist einfach nur geil hier. Also, mein Lieblingsfleckchen außer Bochum. Und 5,7 Kilometer und ich bin auf der Seebrücke Niendorf. So, mal zur Orientierung. Hinter mir, wie gesagt, Niendorf. Die Richtung, da sind wir hergekommen, da ist Timmendorfer Strand. Die andere Richtung, Richtung Meer, ist Neustadt in Holstein, Grömitz, dann ganz am Ende ist Fehmarn. Und in dieser Richtung, also an der anderen Seite, wo die Sonne aufgegangen ist, ist Travemünde. So, das ist so die grobe Zusammenfassung der Lübecker Bucht. Und ja, also in Timmendorf wird gerade eine neue Seebrücke gebaut.
Ich habe euch die gezeigt, wo das Teehaus draufsteht. Das ist eine von zwei Seebrücken. Die ältere ist abgerissen worden, wird neu gebaut. Und da bin ich mal gespannt drauf. Die soll ein Highlight der Lübecker Bucht werden. Bin ich mal sehr gespannt drauf. So, von hier werde ich jetzt ein bisschen landeinwärts gehen, um wieder nach Timmendorfer Strand zurückzukommen. Jetzt nochmal die Promenade lang, habe jetzt keine Lust. Da sind die Eindrücke des frühen Morgens eigentlich schon cool und auch nicht mehr zu toppen. In dem Sinne, schauen wir mal, wie es so ein bisschen weiter landeinwärts aussieht. Und 8 Kilometer. Ich bin jetzt hier mitten im Sumpf irgendwie. Da war ich auch noch nie. Du bist keine 200 Meter vom Strand weg. Aber trotzdem ist das hier so eine Art Sumpfgebiet zwischen dem Strand und dem Hemmelsdorfer See. Der ist ein bisschen im Hinterland. Und hier läufst du wirklich auf dem Weg. Und rechts und links ist grüne Suppe. Ja, aber krasser Kontrast zur Promenade gerade. Direkt krabbelt es einem Beine hoch und naja, aber trotzdem sehr schön hier, sehr ruhig, keiner da, so mag ich es ja. Und ich bin jetzt um den Niendorfer Vogelpark herumgelaufen und komme gleich, ich weiß es gar nicht, ich lasse mich überraschen, wo ich auskomme. Natürlich habe ich einen groben Plan, aber auch nur einen groben und eine App, die mich hoffentlich nicht im Stich lässt. Hermann Lönz, es brennt die Heide. Hermann Lönz, die Heide brennt. In dem Sinne viele Grüße an meine Freunde der Brennschilder Bauern. Und willkommen am Hermann Lönz Blick. Warum er auch immer Hermann Lönz Blick heißt, weiß ich nicht. Ich guck mal hier, ob ich auf den Schildern schlau werde. Auf jeden Fall vor mir ist der Hemmelsdorfer See. Ja. Ostsee kann man nicht sehen von hier, die ist in der anderen Richtung. Und kleiner Turm mitten im Wald. Der Weg, den ich eigentlich gehen wollte, der ist da unten. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Natürlich gesperrt. So eine kleine Holzbrücke hier über diese kleine Mündung in den See. So ein kleiner Bachlauf oder was auch immer. Da geht es nicht weiter. Da müssen wir wieder zurücklaufen. Müssen wir wieder Planänderungen machen. Naja, egal. Ich habe mir Urlaub. Ja, warum das hier Hermann-Lönz-Blick heißt, weiß ich immer noch nicht. Aber in diesem See ist steht hier 39,5 Metern die tiefste Stelle Deutschlands. Kann ja fast gar nicht glauben. Muss man ja, ne? Oder ist das ein Touristen-App? Ich weiß es nicht. Ich versuche das mal zu recherchieren. Sollte es eine tiefere Stelle geben, blende ich sie jetzt gleich hier ein. Sonst müssen wir das mal glauben, was hier das Schild uns hier sagt. Also, auf dem Erklärungsschildchen hier kann man sehen, was man in der Ferne sieht. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts.
Man kann sogar bis Lübeck gucken, also irgendwelche Kirchtürme. Ich kann es erahnen. Apropos Lübeck, in der nächsten Woche, nächsten Montag, werde ich euch ein kleines Video zeigen von einer Bootsfahrt rund um Lübeck. Das hat Spaß gemacht und da nehme ich euch mit. Haben uns ein kleines Boot gemietet und sind dann Stündchen um die Lübecker Altstadt gefahren. Das seht ihr nächsten Montag. Aber jetzt gucke ich erstmal wieder, nee, hier geht es nicht weiter, dass ich zu meinem Urlaubsdomizil komme, weil so langsam meldet sich der Magen. Hunger, Hunger. Ah, ein Krach hier. So, das war meine kleine Runde durch Timmendorfer Strand, Niendorf und die Albecker Niederung. Und im Schauen, wir haben 13,3 Kilometer in etwas weniger als 3 Stunden. Und ja, jetzt habe ich mit meinem Klingeln hier alle geweckt und bin wieder in der Ferienwohnung. Und jetzt gibt es gleich Frühstück. Und dann werden wir noch ein bisschen den Tag genießen. So ist zumindest mein Plan. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, nächste Woche Montag, 19 Uhr, geht's auf Bootstour. Da freue ich mich, wenn ihr auch dabei seid. Danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch gute Zeit, viele Grüße und Glück auf.